Muy buenas tardes a todos y hoy día les voy a compartir algunas informaciones muy importantes en lo que es nuestro grande business en SNEP, aunque en el sector de la cosmética. So, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Herzlich willkommen hier bei unserer Schulung. Sie zeigt euch einmal heute wichtige Produkte, was natürlich auch im Geschäft euch helfen wird. Yo espero que ustedes también cuanto antes inicien a hacer presentaciones para todos sus equipos, porque ya son varias veces que estamos compartiendo información y también es hora de ponerlo en práctica para que ustedes también crezcan cada vez más. Genau, also wir machen ja immer die Basis und wichtig ist, dass ihr das dann auch den in eurem Team nochmal weitergeht, nochmal in die Vertiefung geht, weil das hilft euch dann weiter zu verbreiten. Okay. SNEP, como han visto, ha nacido el 2014 y ha nacido con pocos productos, sobre todo productos para el control del peso. Also 2014 wurde SNEP gegründet und das Hauptmerkmal war damals auf Nahrungsergänzung, aus Abnehmen. Und so sind Step-by-Step Produktpaletten dazugekommen. A medida que ha ido creciendo y a medida que ha ido facturando siempre más, se ha podido permitir abrir 9 líneas prontas, creadas estratégicamente para poder agarrar más mercado. Genau, also es war ja mal nur das Abnehmen und jetzt sind es 9 Produktpaletten, die euch helfen wird, das Ganze zu vergrößern, dass du praktisch einen Kunden mehrere Produkte auf einmal anbieten kannst. Ok, tenemos el café, la línea del café, biomoléculas, tenemos un producto para la limpieza de casa, tenemos programas enteros, perfumería, maquillaje y todo, y también tenemos la cosmética, que es el segundo facturado más grande de la empresa después de lo que es la nutrición. Also, ihr wisst, dass wir ja mehr 9 verschiedene Produktpaletten haben, Parfüm etc. Und wir gehen heute in die Kosmetik. Die Kosmetiksparte ist die zweitgrößte Palette nach der Nahrungsergänzung, was den meisten Umsatz an SNEP bringt. Okay, ahora les voy a mostrar la línea de la cosmética de SNEP. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es los productos de Vice, prácticamente lo que es maquinaria para poder tratar las arrugas y el envejecimiento. Also ein wichtiger Part ist die Maschinen, ja, was ihr hier seht, um gegen Falten vorzugehen und gegen andere, dass die Haut nicht altert. Como bien aquí ven, tenemos el Beauty Dream, que prácticamente el grande es para hacer masajes, para activar la producción de colágeno, ácido y otras sustancias para poder contrarrestar, combatir el proceso del envejecimiento. Okay. Die Serie auf der linken Seite, New Beauty Dream, die große Maschine, hilft euch, großflächig zu arbeiten, um hier wiederum Kollagene der Haut, die die Haut hat, anzuregen, ja, die Haut wieder zu straffen, die Haut wieder richtig mit Leben zu befüllen. Usa una tecnología de calor y frío para poder abrir los poros, hacer entrar las sustancias y con el frío cerrar los poros para poder ya tener una piel más nutrida, más tratada. Also die Funktion ist zwei, einmal mit Wärme und einmal mit Kälte. Mit Wärme zuerst, um die Poren zu öffnen. Ja, dann die Cremes, die Serums, alles, was du einsetzt, praktisch tiefgründig in die Haut reinzubekommen und dann mit der Kälte wieder zu schließen, um so praktisch die Haut wieder Feuchtigkeit zuzuführen
und komplett einmal zu öffnen und wieder zu schließen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Okay, también tenemos el Beauty Dream, que es esto de acá. Es el pequeñito Beauty Snap, prácticamente es para el contorno de los ojos, nada más, y también un poquito para las arrugas pequeñitas, pero más que nada para los contornos de los ojos. Tiene una luz que te permite activar, porque el rojo activa. Also du hast hier auf der rechten Seite Dream Vision, ja, du hast ein rotes Licht öffnet, aktiviert die Hautporen. Das heißt, du arbeitest unter der Haut, also unter den Augen, praktisch schlaffe Augen, faltige Augen und vor allem hier bei den Mundwinkeln. Ja, dafür setzt man die ein. Acuérdense que el grande lo pueden usar también con el gel al aloe, con esto, para la celulitis en las piernas, en los brazos, en toda la cara, en el cuerpo. Mientras el pequeñito es más que nada para el contorno de los ojos. Also, der Unterschied nochmal zwischen den zwei ist, den linken, den großen, kannst du auch benutzen für Ganzkörper. Ja, du kannst das Gel, das Aloe-Gel benutzen und kannst dort sogar gegen Antizellulitis vorgehen, ja, gegen Zellulitis, ja. Und wiederum der Kleine nutzt man um die Augen herum und vor allem an den Mundwinkeln. Ahora, les voy a hacer ver el skincare, prácticamente los tratamientos para la piel, okay, todo lo que es la limpieza. Tenemos la leche detergente, tenemos la espuma detergente, también tenemos la máscara oro. Okay, das sind drei Produkte, sind einmal die Reinigung, dann hast du das gleiche auch mit Mousse und die Goldmaske. Con la leche detergente nos podemos lavar un poquito y enjuagarnos, o también con el algodón, es para la limpieza. En la noche, cuando ya vas a ir a tu cama, te puedes lavar con la leche, enjuagarte bien, secarte y echarte tu crema. Okay, auf der linken Seite, das ist eine Reinigungsmilch. Die wird vor allem abends eingesetzt, wenn du dich bettfertig machst, wäschst du das Gesicht ab, also reibst dir das vorher ein, massierst dir es ein, wäschst es ab. Danach, wenn du möchtest, kannst du auch noch mit dem Gesichtswasser drüber gehen und danach setzt du dann deine Nachtcreme ein. El mousse detergente es una especie de mousse de espumita y eso se mete también y se usa para lavar, para sacarse aunque el maquillaje y se usa bastante antes de dormir en la noche o también en la mañana cuando se quieren limpiar para que se maquillen. Okay, die Mousse, also das Mousse sozusagen der Schaum, ja, der wird eingesetzt zum Abschminken von der Haut, wenn du es vielleicht mal ganz schnell waschen willst, du hast nicht so viel Zeit, um eine richtige Reinigung zu machen. Das ist das Gleiche, nur auf Schnelligkeit gedacht und vor allem, das benutzt man vor allem zum Abschminken. La máscara oro prácticamente es para piel impura, llena de granos, llena de grasa. Y prácticamente es una máscara que se pone y después cuando se seca, se saca como fuera una segunda piel. Also, die Mousse, Entschuldigung, die Maske ist vor allem eine Vollreinigung. Das heißt, du trägst die auf, die wird ganz, ganz dünn aufgetragen, ja, ganz, ganz dünn. Und wird dann, wenn die festgetrocknet ist, abgezogen und dann die ganzen Hautschüppchen. Der Schmutz bleibt in der Maske hängen und du hast eine ganz weiche Haut danach. Okay, ahora vamos. Tenemos el Elixir, el Aqua 3.0. Dann haben wir weitere Produkte, haben wir das Elixir 3.0 und das Wasser 3.0. Elixir 3.0 prácticamente es ácido hialurónico a bajo peso molecular, medio y alto peso molecular. Quiere decir que entra hasta dentro
combatiendo las arrugas, combatiendo problemas de la edad, del envejecimiento. Also, das Elixier 3.0 ist ein tiefgreifendes Produkt. Ja, das geht sehr tief bis in die letzte Pore rein, in die letzte Hautschicht. Ja, vor allem jetzt beim Reifenalter, sagen wir es mal so. Ja, wenn es vor allem jetzt um die Feuchtigkeit, um die Straffheit der Haut geht, gegen Falten. Ja, das ist tiefgründig, das geht wirklich tief in die letzte Hautschicht rein. Prácticamente lo pueden usar como un siero, propio antes de la crema incluso. Das kannst du zum Teil auch großflächig auf die Haut auftragen, vor allem wie eine Art Serum, bevor du deine Tages- bzw. Nachtcreme aufträgst. Tenemos el agua 3.0 que prácticamente se chisguetea un poco en el aire para pasar. Y eso te ayuda a oxigenar, a hidratar y oxigenar la piel. Das Agua 3.0 ist wie ein Erfrischungswasser. Ja, das sprühst du kurz vor dein Gesicht in die Luft und gehst dann mit dem Gesicht rein. Das gibt der Haut Feuchtigkeit, Sauerstoff. Das wird wiederbelebt. Okay. Tenemos la crema de cara para antiarruga, sea para hombre y para mujer, una sola crema, unisex. Pero esta crema tiene protección solar. Also, wir haben hier einmal eine Creme, die ist für Mann wie für Frau. Also es ist unisex. Das ist gegen vor allem für Faltenhaut. Und was dort ist UV-Schutz drinnen. Tenemos el siero contorno de los ojos y los labios. Prácticamente es un concentrado que se puede usar sea para el contorno de los ojos que el contorno de los labios. Y esta es la crema que podemos usarlo antes de pasarnos la maquinita, la pequeñita, ¿no? La maquinita Dream Vision, la pequeñita, para contrastar las ojeras de gallo, ¿no? Las arrugas de patas de gallo y también para las ojeras, ¿ok? Ok. Das hier wird aufgetragen, was du jetzt siehst. Das ist für die unter die Augen und über die Lippen oder um die Lippen rum. Ja, das kannst du benutzen in Verbindung mit der Kleinmaschine. Ja, wenn du praktisch unter den Augen fährst, das nutzt du, trägst du vorher auf und massierst das ein. Tenemos el gel scrub oxigenante. Prácticamente es un gel que adentro tiene el peeling, ¿no? Las arenitas y tiene el peeling y sirve para eliminar las impurezas, la piel muerta de la piel. Also das ist ein Gel, das kennt ihr als Peeling, ja, das sind kleine Kügelchen drin, trägst du auf die Haut ab, holst du mit abgestorbenen Hautschüppchen runter, säuberst die Haut, machst wie ein richtiges Peeling für die Haut. Okay. Okay, esto es para los varones, es un gel después que se hace en el tratamiento para la barba. Es el gel lenitivo, o sea que suaviza, relaja. Los varones se hacen la barba y a veces te arde la piel porque te has raspado, ¿no? Entonces este gel te echas después que te has hecho la barba. Okay, das hier ist ein Gel, wie eine Art ein Aftershave, was du nach der Rasur benutzt. Das ist für die Männer. Ja, das fährt die Haut runter, das beruhigt die Haut. Wenn du rasierst, wird die ja heiß. Ja, die kühlt die Haut, die beruhigt die Haut und legt wie ein Art Film über die Haut, dass die Haut wieder geschmeidig wird. Okay. Crema viso biostimulante. Prácticamente esto es una crema
Para la mañana, para el día, lo puedes usar después que te has lavado con el mousse, con el detergente, te echas esta crema y si es mujer se puede maquillar y si es varón, bueno, también ya está pronta la piel, o sea, es para en la mañana, en el día. Mi crema favorito. ¿Ya? das hier ist unsere Tagescreme. Ja, die Tagescreme, also ganz ehrlich, das ist mein Favorit. Ich liebe diese Creme. Ja, nachdem du deine Haut gereinigt hast, trägst du diese Tagescreme auf. Ja, lässt sie kurz einwirken. Für die Frauen, die können danach problemlos sich schminken. Es ist wirklich ein Wahnsinn-Hammer-Produkt. Okay. Crema siempre de la bioestimulante noche. Esta crema es bien concentrada y sirve para regenerar la piel antes que se vayan a dormir. Así que se hacen la limpieza de la carita y antes de dormir se echan esta crema y les deja de verdad una piel bien tratada aunque para la noche. Das ist die Nachtcreme, ja. Vor allem, ihr wisst, die Haut in der Nacht arbeitet. Hier gibst du der Haut Feuchtigkeit. Du gibst alles, was die Haut braucht, um sich nachts zu regenerieren. Prácticamente siero antietapis, prácticamente este es un siero, es un concentrado, un cóctel de sustancias que prácticamente se echa antes de la crema. Acuérdense eso, se echa antes de la crema. Yo lo recomiendo en la noche, porque si te echas en la noche y después te echas la crema, la piel se regenera más fácilmente. Das ist ein Serum. Rosi sagt, sie empfiehlt es vor allem vor der Nachtcreme einzusetzen, weil das hilft noch effektiver, die Regenerierung deiner Haut zu haben. Ja. Ich kann euch sagen, wer das einmal benutzt hat, diese drei Produkte, das ist Wahnsinn. Rosi, lo tiene Ganoderma, no? Sí, todas estas cremas tienen Ganoderma, tienen ácido hialurónico, tienen por ejemplo, la de día tiene bastante ácido hialurónico y algas que te hacen la piel más viva. Refleja la luz, da okay. Luz. Wichtig ist, diese Produkte haben alle Ganoderma. Ganoderma, ihr wisst es, Pilz des langen Lebens. Und vor allem die Tagescreme hat Algenextrakte mit drin, dass deine Haut immer schön befeuchtet ist, dass deine Haut immer straff ist. Okay, mientras la crema de noche tiene siempre Ganoderma, pero también tiene óleo de cerezos y también tiene la coenzima Q10, que es antiarruga potente, antienvejecimiento. Okay, die Nachtcreme, ja, hat Q10. Q10 ist Sauerstoff. Und was hat sie noch drin? Kirschöl. Okay, el siero antiedad, por ejemplo, tiene siempre Ganoderma lucidum, tiene también ácido hialurónico y tiene algas marinas que agarran la luz, por eso te da más vida a la piel. Vale, hay una pregunta, ¿este piel o este crema es también para la piel sensible? Sí, sí, piel sensible. Piel seca, piel maltratada, para todo tipo de piel. Okay, weil die Frage kam, ob das auch für trockene oder sensible Haut ist. Du kannst jeden Hauttyp hier einsetzen. Für jeden okay. Hauttyp. Ahora, Reinature. Prácticamente Reinature, ya lo han visto, es un, toda la caja, ¿no? Un bonito regalo. Es para la piel impura, para la piel grasosa, para la piel que tiene muchos granos, muchos acnes, puntitos negros, brúfolos, todo eso es para combatir ese problema. Also Renatur ist wirklich, das sehen wir einzigartig auf dem Markt. A, kannst du die einzeln haben oder hier in der tollen Geschenkbox. Das sind wir wirklich einzigartig, weil diese
diese Creme oder diese Serie ist für schlecht behandelte Haut, die wirklich strapazierte ist, für Aknehaut, für fettige Haut, ja, für Haut, die wirklich gelitten hat, sagen wir es mal so, ja. Okay, esto trae el siero, el spray tónico, el stick, el lapicerito, trae el peeling y trae la crema, trae 5 productos. Also du hast hier mit der vollen Serie wirklich eine Abdeckung für den ganzen Tag. Du hast ein Serum drinne, du hast ein Peeling drinne, du hast eine Creme drinne, die Tag und Nacht ansetzen kannst. Du hast den Stick, kann euch noch erinnern, den Stick, wenn du den punktuell auf die einzelnen Punkte aufsetzt. Monika sagt, damit hast du Augenringe wegbekommen. Die schwärmt von dieser. Monika ist da un fan del stick, porque lo quita las manchas. Du machst diese Flecken, macht dir dieser Stick weg. Sí, sí. Es también, diles, es también anti-manchas. Esta, no solamente para granos, para acne, para puntos negros. Este es un paquete específico para quien tiene manchas en la cara. Also, wenn du... Vor allem, wenn du junge Leute hast, die Pickeln haben, kannst du es genauso einsetzen, ja. Wenn du, wie du kennst, diese Flecken, Menschen, die Flecken haben, kannst du das genauso einsetzen. Okay. Ahora les hago ver el body care, prácticamente para todo el cuerpo. Y aquí viene la crema reduciente adiposidad y celulitis. Also, das ist die Reduzierungscreme. Ja, vor allem bei Zellulitis, aber aufpassen, ganz, ganz vorsichtig, weil die hat richtig auf Deutsch gesagt Bums dahinter. Acuérdense que esta es una crema que prácticamente quema la grasa. Es muy buena, pero no se vayan a echar así en todas las partes del cuerpo. Traten de echarlo en la zona donde tienen el problema de base, donde está la celulitis, donde está toda ese problema, ¿ok? Y no lo vayan a echar en todo el cuerpo porque les va a quemar, porque tiene la drosera, que es una planta fuerte, aunque café también tiene. Also, Achtung, bei dieser Creme ist wichtig. Una pregunta, cuando una persona tiene problema del corazón no lo usa, ¿correcto? Hay que decirle cuando lo compran que esta crema quema porque tiene que quemar la grasa, o sea, tiene que activar la circulación. Entonces, mejor decirle a las personas, porque hay personas sensibles que tienen la presión alta y se asustan, entonces la presión sube, pero no es que la crema en sí hay algo malo, más propio porque tiene esa función de quemar la grasa. Okay, also nochmal, diese Creme ist für Fettverbrennung, ja? Deswegen ist so wichtig, diese Creme nicht auf den ganzen Körper auftragen, sondern auf die Stellen, wo Zellulitis ist, musst du gezielt einsetzen. Langsam, also wenig, weil die wirklich reingeht und richtig Fett verbrennt. Ja? Und wichtig, vor allem, wenn jemand Probleme mit dem Herzen hat, aufpassen, weil die Haut wird richtig rot. Wenn jemand Bluthochdruck hat, die erschrecken dann und dann schießt der Blutdruck richtig hoch. Man muss das wirklich genau erklären, dass die Haut wirklich gereizt wird. Da ist Kaffee zum Teil drin, dass die wirklich der Kreislauf wird richtig damit belebt. Das ist das Wichtige, dass man das erklärt. Aber das ist eine Bombe, wirklich für Fettverbrennung und für gegen Zellulitis. Okay. Tenemos el peeling ligante para, oh Dios, ¿qué pasó? Para la piel, para quien tiene piel, la piel seca, llena de acumulaciones de células muertas. Con esto se lo hacen el peeling antes de bañarse y elimina las células muertas. Also, das ist für mich ein geniales Produkt. Ich liebe dieses Produkt. Das ist ein Duschgel
und gleichzeitig ein Peeling. Die Haut wird weich. Du nimmst die ganzen abgestorbenen Hautschüppchen, die die Haut hat, ab, reibst die ab. Der Geruch, que lleva dentro, porque huele muy rico de melocotón, ¿no? Sí, sí. Trae plantas, trae aceites esenciales. La cuestión es los aceites esenciales junto con el gel y el peeling, o sea que te elimina la piel muerta, pero no te deja una piel seca, te la deja una piel hidratada, una piel bien curada, ¿entiendes? Ok, also der Vorteil von diesem Duschpeeling, ja, sagen wir es mal so, da sind ätherische Öle drin, da sind Pflanzen mit drin, die Haut auch nach dem Peeling nicht austrocknen lässt, sondern die Haut wird befeuchtet, die Haut wird wieder in Schwung gebracht und die Haut ist ganz, ganz weich danach. Ok, tenemos la crema hidratante del cuerpo. Esta también es. Acuérdense que estas cremas son grandotas, son 200 ml, son grandes. La crema hidratante para todo el cuerpo es excelente. Yo he tenido personas que tenían dermatitis y que han usado el scrub y han usado la crema hidratante y se sienten muy bien y han combatido bien del externo esos tipos de problemas de piel. Denk bitte dran, das sind große, wirklich große Abfüllungen, das sind 200 Milliliter und das Blaue hier, was ihr seht, das ist wie eine Body Lotion, ja, nach dem Duschen. Das gibt der Haut Feuchtigkeit, das strafft die Haut, ja, die Haut wird damit befeuchtet, der Kreislauf oder das Ganze wird wieder in Schwung gebracht, dass die Haut wieder schön glatt wird und feucht und geschützt wird vor allem. Ok, tenemos también el Aqua Deo, prácticamente es un desodorante natural, líquido, elimina el problema de los malos olores del sudor y oxigena y refresca las zonas donde sudamos más. Ok, das Deo, wie der Name schon sagt, ist ein Deo, das geschmeidig geht, in zur Haut ist, ja, den Schweiß unterdrückt, den Schweiß unterdrückt und ja, und das lange du nicht riechst, auch wenn du mal sehr aktiv bist, sagen wir es mal so, dass wirklich du immer angenehmen Geruch hast. Tenemos la crema de manos, es prácticamente una crema hidratante y nutriente. La gente está muy enamorada de este Vimania. Esto tiene argán, tiene aceite de argán, aloe vera, almidón de arroz, extracto de avena y mantequilla de karité. Rosy, hay una pregunta de Andrea. El Deo, ¿lo pueden usarlo cada piel o es la piel, para piel sensible puedo usarlo? Porque dice yo reacciona muy rápido y me sale todo rojo. Ah, es que seguramente se lo echa en una piel que ha sudado, porque si él se echa en una piel limpia, no da ese problema. Also sie sagt, eigentlich dürfte es kein Problem sein, weil es keine Wirkstoffe drin hat, sondern alles auf natürlicher Basis. Andrea, ist somit deine Frage bis jetzt beantwortet? Okay. Okay, dann die Handcreme. Die Handcreme, was ihr hier seht, ist eine Handcreme, die Arganöl mit bei hat. Arganöl kennt man aus Marokko, das ist ein hochwertiges Produkt, ist auch richtig teuer. Die Haut, die Hand wird geschmeidig, ja, wenn du, Hornhaut hast, du kannst die mit weich bekommen. Okay,
Tenemos la crema del pie hidratante y nutriente, que es el Hermes. Esto también, todos estos productos que les estoy haciendo ver son productos de alta calidad porque son biológicos. Also die ganzen Produkte sind auf höchster Qualität. Das sind alles biologische Produkte. Die grüne, das ist unsere Fußcreme. Die Fußcreme, das ist Wahnsinn. Deine Füße, der Blutkreislauf wird damit wieder in Gang gebracht. Ja? Also die belebt deine Füße wieder. Y la cremita para los pies, cuando tienes pies que huelen un poquito, es la mejor crema, ¿no? Sí. Es una crema antiolor porque tiene aceite esencial de timo, aceite esencial de menta, aunque también para quien le pica mucho los pies, oxigena, relaja, absorbe velozmente porque es nutriente e hidratante a la misma vez. Also, die grüne, also die Fußcreme, noch eine wichtige Sache, wenn du jemanden hast, der Füße hat, die riechen oder Schweißfüße hat. Ja, da sind ätherische Öle drin, da ist Minzöl mit drin. A, nimmt es den Geruch, bindet den Geruch, ja, befeuchtet praktisch den Fuß wieder, der Blutkreislauf kommt wieder in Schwung und schützt die Haut. Also es sind mehrere Funktionen. Ja, also ich hatte einen Kunden, der hat Schweißfüße gehabt, die haben wirklich gestunken, wenn man sagt, haben wir damit in Griff bekommen. Es ist wirklich ein Hammerprodukt. Okay, ahora tenemos el detergente íntimo que está hecho a base de aloe vera, tiene salvia, ácido hialurónico, y esto es para lavarse la parte íntima. Como tiene ácido hialurónico, es también anti-envejecimiento de la parte íntima. Also, das Duschgel in der Mitte ist, das ist ein Intim-Duschgel. Das kannst du im Intimbereich nutzen. Ja, das ist ganz, ganz sanft. Da ist Aloe Vera drin. Da sind viele Inhaltsstoffe drin, die beruhigend sind, die nicht die Intimstellen angreifen oder zum Jucken bringen. Okay, tenemos el Savanna. ¿Quién no ha probado el Savanna? Es un jabón lleno de aceites esenciales. Hay gente que compra el Savanna 3, 4, 5 juntos, lo meten en todas partes, en la cocina, en el baño, porque es... Hay gente que me dice, yo me lavo la mano solo para sentir el perfume del Savanna, porque tiene bastantes aceites esenciales que relajan. Okay, Savanna kannst du in mehreren Funktionen einsetzen. Savanna ist ein Produkt eigentlich für die Handwäsche, also eine Handseife, mit extrem viel ätherischen Ölen. Das merkst du auch. Du denkst, du bist im Nadelwald. Kannst aber auch als Duschgel einsetzen. Vor allem, wenn du gestressten Tag hast, du hast hart gearbeitet, kannst dich damit abduschen. Das beruhigt. Ja, die Haut wird ganz weich. Du wirst selber ruhig dabei, weil diese ganzen ätherischen Öle, die in diesem Produkt verarbeitet sind, ist wirklich die höchste Konzentrat von all unseren Produkten. Okay, tenemos el baño ducha tonificante que prácticamente está hecho con aceite esencial de la naranja amarga. La naranja amarga es un grande antiestrés potente y yo personalmente lo uso para bañar a mis niños. Mis niños duermen riquísimo la noche porque les baño con este baño ducha, porque tonifica. Also, das ist das Duschgel, ja, das ist hergestellt aus ätherischen Ölen von der von Orange. Orange ist dieses ätherische Öl, ist für Antistress. Ja, also wenn du dich danach duscht, du schläfst wie ein Murmeltier. Ja, was auch wichtig ist, dieses Duschgel macht die Haut ganz weich, ganz sanft. Du trocknest nicht aus, die Haut wird richtig befeuchtet. Und wenn du damit geduscht hast, du denkst, du bist in einem Orangenfeld. Okay, ahí tenemos toda la línea de los aceites esenciales.
Les hago un resumen. El aceite de mandorla es para hidratar la piel. El muscolice para los dolores. El exvice para la circulación. Y el top finger para los hongos de los pies y de las uñas. Okay, hier hast du nochmal unsere vier wichtigen Öle. Das erste ist für den Kreislauf. Ja, wenn du wieder deine Haut beleben willst, wenn du, wenn du Krampfadern hast, ja, wenn du Besenreißer hast, nimm das erste. Muskular ist, wenn du Schmerzen hast. Ja, wenn du Rückenschmerzen hast, wenn du Muskelschmerzen hast, kannst du wie aufspitzen, einmassieren, das beruhigt, das geht tief ins Innere. El marrón, ¿para qué función es? El exvice es para la circulación, para quien tiene las piernas cansadas, para quien tiene venas, los varices, inflamación a las piernas, para toda la circulación. Ok, wenn du einfach geschwache Beine hast, wenn du einen harten Tag hinter dir hast, du hast schwere Beine, so war das gerade, um das Ganze wieder zu bewegen, dann nimmst du das. Wenn du rissige Haut hast, spröde Haut, wenn du merkst, die Haut oder es, du hast, ihr kennt das, wenn das zieht, ja, massier dich damit ein, das beruhigt. Und das Letzte ist ein Gel oder ein Öl für die Finger, wenn, für die Nägel, wenn du spröde Nägel hast, wenn du dünne Nägel hast, ja, wenn du die stabilisieren willst, dafür ist dieses Nagelöl. Okay, también tenemos el Master. El Master es un pequeñito pero potente producto que puede servir para muchas cosas porque tiene mentol, ayuda para para la sinusitis, ayuda para el mal de cabeza, para la inflamación, para los dolores de artritis, artrosis, osteoporosis, y basta, lo llevas en la bolsa, le metes aquí en la frente, lo metes en el cuello, donde les duele, y de verdad ayuda mucho, es un grande antidolorífico, antiinflamatorio, es excelente ese producto. Der Master ist ein universelles Produkt. Der Master, ich liebe diesen Master, das ist wie ein Deo, ja, wie ein Deo-Roller mit ätherischen Ölen. Ja, das ist ein Öl drin, das kannst du einsetzen bei Schmerzen. Ja, wenn du Nackenschmerzen hast, wenn du Schmerzen im Arm hast. Aber wenn du, auf Deutsch gesagt, hast eine Rotznase, kannst du es unter die Nase machen, an die Schläfe, wenn du Kopfschmerzen hast. Ja, dieses Produkt kannst du wirklich für so viele Sachen einsetzen. Die ätherischen Öle helfen, wieder runterzufahren, zum Entspannen, den Muskeln zum Entspannen, das Ganze zu beruhigen. Wenn du zum Beispiel Nackenschmerzen hast, ja, das wird warm. Wenn du das dann aufträgst, dann merkst du richtig, wie die Wärme kommt. Wenn du Husten hast, Schnupfen hast, kannst du es auch auf die Brust draufrollen, du hast, dann das wird schön warm. Also du kannst diesen Master wirklich extrem bei vielen Sachen einsetzen. Die ganzen ätherischen Ölen werden dir helfen, dann praktisch die Linderung herbeizuführen. Okay, ahora tenemos la línea del Aloe Vera y acá tenemos el box del aloe. ¿Quién no conoce este producto? Este producto que es un milagro porque de verdad, ¿cómo les puedo decir? Es para todo, es como el pronto intervento para todo. Also, die SOS-Box, so kennen wir die, das ist eine Universalwaffe. Ja, die SOS-Box, die hat so viele Funktionen. ¿Vamos a contar un poquito las funciones? Sí, te voy a hablar de los tres productos que están presentes en esta caja. En esta caja tenemos el gel de 200 ml. El gel prácticamente trae 98% de gel puro. Ok. Also, wir haben hier das Gel, das ist eine 200 Milliliter Befüllung und hat 98%
98% gel, Blattgel. Ok, el gel se puede usar en la piel seca, se puede usar contra la celulitis, se puede usar cuando hay piel inflamada, heridas, cuando tienen el pie con, con callos, lo pueden usar para el cabello seco, para la inflamación de la piel, dermatitis, psoriasis, lo pueden usar de verdad para todo el gel. Also, das Gel kannst du wirklich für alles einsetzen. Ja, wenn du trockene Haut hast, wenn du rissige Haut hast, wenn du dich verletzt hast, um die Haut wieder zu schließen. Ihr kennt es, Kinder sind auf dem Spielplatz, fallen runter, schürfen sich auf, mach das drauf. Dann, wenn du zum Beispiel für die kleine Maschine, für die große Maschine, für Zellulitis-Behandlung könnte die einsetzen, ja. Für Wiederherstellung der Haut, wenn du dich geschnitten hast, danach drauf, das heilt wirklich runter. Du hast so viel, also es gibt kein Ding, wo du die eigentlich nicht einsetzen kannst. Haarmaske kannst, wenn du die Haare gewaschen hast, ja, trocken, reib sie feucht, reib sie trocken, aber nicht ganz trocken, mach dir eine Haarmaske damit, ist auch ein Top-Produkt dafür. Ok, tenemos el First Aloe, que es el spray. El spray en vez se puede echar en la piel que está inflamada porque calma, refresca, desinfecta. El líquido, el spray lo pueden echar también en heridas, en heridas, en quemaduras y elimina el ardor. Eso también lo pueden usar para personas que tienen problemas de piel sensible, para la caspa, para el cabello, para las uñas. Como les digo, es para todo. No traen nunca contraindicaciones. Y obviamente primero, cuando hay una herida, pueden echarse primero el spray y después pueden echarse el gel. Así que se seca y tienen doble cicatrización, doble hidratación, doble regeneración. Una cosa que también es muy bueno cuando yo estoy notando que estoy empezando a perder la voz, abre la boca y lo me meto dentro dos pus, es una bomba para mis perros, para la piel, para el pelo de mis perros, ideal para que no vienen los bichos, vale. Also ich erkläre euch, das SOS-Spray, das kannst du wirklich einsetzen, wirklich für alles, für die Haare, für die Hunde. Ich habe es gerade gesagt, wenn ich heißer werde, sprühe ich mir das in den Mund. Wenn du dich geschnitten hast, sprühst drauf, das desinfiziert gleichzeitig und beruhigt. Wenn du einen Sonnenbrand hast, wenn du dich verbrüht hast, sprühst auf, lass es trocknen, das kühlt die Haut ab. Ihr kennt das, wenn Kinder von der Biene gestochen werden, die schreien, sprüh das drauf, das kühlt sofort runter. Ja, du kannst das für so viele Sachen einsetzen. Zum Beispiel, wenn du dich verletzt hast, sprüh's aus, desinfiziert, nimm danach das Gel, schmier's ein, dass es schließt. Also so viel, was du damit machen kannst. Also wirklich, alle, da sind keine Grenzen gesetzt. Ahora, el Vera Cream, por ejemplo, es el tercer producto de esta caja curativa. Vera Cream, por ejemplo, es el antibiótico natural porque está hecho con própolis y con varios tipos de aceites esenciales que hidratan al máximo y combaten infecciones también. Entonces, por ejemplo, tienes una herida en la pierna o una operación que te han hecho. Primero te lavas bonito y de ahí te echas el spray. De ahí te echas el gel, lo dejas secar y de ahí te echas el Vera Cream. Y de verdad es un tratamiento completo. El Vera Cream lo puedes usar también en la cara, lo puedes usar, por ejemplo, si tienes piel muy sensible, lo puedes usar como el gel también para la celulitis, para la piel seca, lo puedes usar para psoriasis y todo. O sea, tengan en consideración que son tres productos que van de la mano y que en casa no debe hacer falta nunca. Also Jutta hatte gerade auch noch geschrieben, Brandverletzung, sehr, sehr gut, Jutta, wichtiger Aspekt. Aber die Creme
ist eine gute Kombi, kannst du auch kombinieren, einen Tag so, einmal Gel, einmal Creme. Was kannst du mit der Creme machen? Creme ist Propolis drin, ja. Das ist für die Regenerierung der Haut. Wenn du einen Sonnenbrand hast, erstmal Spray drauf, Spray und danach die Creme drauf. Dann wirst du diese flockigen Haut nicht bekommen, für trockene Haut, für so vieles. Also diese SOS-Box, die darf eigentlich in keinem einzigen Haushalt fehlen. Das ist wirklich eine Notfallapotheke. Okay. Allora, vamos. Dental, todos los productos para los dientes. Tenemos el para la noche el antibacterico, tenemos el colutorio y también tenemos en el día. Ah, okay. El de día no lo he puesto, pero también hay el negro, ¿no? Para blanquear los dientes, el Fampes para la noche, el colutorio y también tiene con su espazzolino. Okay, ihr wisst, eine Creme, eine Zahnpaste fehlt, die für morgens, das ist die kleine, das macht das Bleaching für die Zähne und die Zahnpaste, die ist die Zahnpaste für den Abend. Warum? Durch die ganzen ätherischen Öle, ja, desinfizieren sie deinen Mundraum, ja, machen deinen Mund wirklich bakteriell sauber, ja, deswegen hast du eine früh und eine abends, dann hast du das Mundwasser. Ja, spülst es einmal durch und du hast wirklich alles bakterienfrei. Dann hast du die tolle Zahnbürste dazu, ganz weich, also wirklich mega. Ich muss euch einfach sagen, ich hatte einmal am Wochenende Zahnschmerzen, keine Notapotheke offen. Wenn ich das Mundwasser nicht gehabt hätte, ich wäre eingegangen. Also ist wirklich sehr potent. Yo lo comentado. Un fin de semana tenía dolor de dientes, ajá, de las muelas y no tenía una farmacia abierta. Y gracias al Guave, yo me he aguantado el dolor porque te limpia y te desinfecta de verdad muy bien. Ok, gracias Dani. Tenemos productos para el cabello. Para cabello grasoso, tenemos productos para el cabello tratado, para la piel sensible. Also, dann gibt es unser Shampoo, ja, gibt es drei verschiedene, alles wieder mit wichtig, mit ätherischen Ölen. Das erste ist für fettige Haare, das mittlere für strapazierte Haare und das rechte für sensibles Haar. Okay, tenemos el aceite perfumado para el cabello y también la loción anticaída de cabello con gotitas. Okay, du hast hier auf der linken Seite das Haar, das Spray für die Haare. Das ist einfach, wenn du ganz kurz, du hast vielleicht nicht geschafft, die Haare zu waschen und du hast so ein ungutes Gefühl, dann sprühst du das drauf und das wird wieder gut. Auf der rechten Seite hast du den Fallschutz sozusagen. Ja? Der Fallschutz, da machst du wie eine Pipette dabei, du tropfst es auf die Haare, massierst das ein, dass du die Haare nicht ausfallen. Und ich muss euch sagen, es wirkt wirklich Wunder. Bei mir schon. Okay. Tenemos productos para el sol. Yo ya me pedí, aquí está. 50 para la protección solar, obviamente la 50 es la más fuerte para la piel más sensible, para la piel más delicada y de acuerdo tenemos también para todas las exigencias porque no todas las pieles son iguales y no todas las pieles tienen las mismas exigencias. Also Sonnencreme, ihr wisst, die 50er ist die stärkste mit dem höchsten UV-Schutz. Jede Haut ist verschieden. Ihr wisst, welchen Schutz ihr braucht. Also ihr habt ja auch eine breite Produktpalette. Okay. El Make-up hacemos hoy o hacemos mañana? Terminamos. Terminamos porque el make-up es simple, no hay que decir mucho. Es un make-up AKD. Prácticamente que te da luz, que te da forma, aunque cuando te toman la foto, cuando tú has usado este maquillaje,
te da otro tipo de tonalidad. Okay. Also, das ist die Make-up oder die dekorative Kosmetik, wenn man es nennt, ist aufgebaut mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Ja, das ist schon mal erstes. Dann weiter. Sie machen dir nicht so eine Glanzschicht, ja. Sie machen dir nicht, wie ob du künstlich geschminkt bist, ja, sondern die bringen auch Volumen in dein Gesicht, ja. Also da hast du hier viele, viele Produkte. Das ist, was ihr wissen sollt, die Inhaltsstoffe, da könnte man Monika gerne fragen. Die ist da wirklich, die kann von oben bis runter. Die ist Wahnsinn. Monika ist muy especializada en el tema de cosmética. Und da würde ich Monika nochmal vielleicht bitten, dass wir da nochmal gezielt nochmal tiefer reingeht, jedes einzelne Produkt, weil das würde heute den Rahmen sprengen. Okay. La línea de la perfumería, como ven, tenemos los perfumes que tienen inspiración a las grandes marcas. También tenemos perfumes de propiedad de SNAP, firmados SNAP, y también tenemos todo lo que es las perfumerías con aceites esenciales para el ambiente. O sea que tenemos varias categorías de perfumería. Okay, ihr wisst, wir haben auch Parfüms, die dem Namensgeber ähnlich liegen. Wichtig ist bei den Parfums, wir haben 20% Duftöl drin. Das sind alles natürliche Stoffe. Dann haben wir unten die rauen Düfte. Die sind zum Teil Eigenreaktionen von SNAP. Ja, also da ist alles Düfte, die nicht chemisch hergestellt sind. Das ist wichtig. Okay. Aspecto, a ver. Y ahí terminamos. Esta es la parte de la cosmética. Les pido que no publiquen en Facebook estas imágenes porque no son mías, son de... Ok. Y otra cosa muy importante es que si tienen preguntas, tenemos 5 minutos para responderles. Gracias.